halt die Fresse. Ihr schlagt die Wachen zurück und verwischt eure Spuren, bevor ihr Felsengate habt und eure Verfolger im Gewirr der Straßen leicht abschüttelt. Seid in der Burg. Ein Spaziergang. Wir haben hier 1, 2, 3 Truppen. Okay. Alarm, Alarm. Ach, vergesst es. Ich bin so langsam. Wieso bin ich so langsam? Oder wieso sind die so schnell? Also, ich mach's so. Ich vergewaltige diese Quest. Nein, Scherz. Ich beende diese Quest und wir machen es einfach so weit. Kann die nicht so beenden. Meriga. Okay. Ich kacke auf diese Quest. Die ist zu schwer. Wir haben keine Rüstung, wir haben keine Waffe, wir haben nur Schrott. Da könnt ihr das selber. Wieso befreit ihr euch mit euren 200 Truppen nicht selber diese Ding? Belagert doch. Oh Gott. Ist das schlecht. Wo ist der Meriga? Fragen. Marshall. Schlechtes Kumpanik. Gehen wir kurz Sachen verkaufen. Vor allem hier die Quest annehmen, dann Waren verkaufen, brauchen wir nicht. Das Dorf, wie heißt es jetzt schon wieder? Steuern, Rebache. Okay, aber das wurde geplündert, das können wir jetzt nicht machen. Wir wollen Felle und Ding haben. Nein, Marktplatz. Felle. Und was hat er gesagt? Felle. 402. Das können wir uns nicht leisten. Fickt euch. Immer die gleichen Quests. Es ist nicht normal. Weg da mit dir. Du nervst. Kann man das schon betreten? Greift die Banditen an. Ah, ich will kein Pferd. So, jetzt.
sägen wir mal ein paar von diesen. So macht man das. Wir müssen halt die Pferde stärken. Gut. Toll. So. Trupp, Wachmann, Armbrustschützen. Nein, so, Wache, Menschenjäger, Sklave und Treiber, Alleiden hat ein Level Up. Ja, was willst du? Du bist der Krieger. Eisenschwarte. Mehr zwei Einhandwaffen. So. Du bist der Alleiden. Kannst du nicht irgendwas Besseres? Und das ist der, den uns nicht so mag. Okay, jetzt müssen wir aber zum Herrn gehen und diese Quest abgeben. Nein, wir machen nichts. Wir gehen jetzt direkt zur nächsten Quest. Nach Rayadin. Zuerst gehen wir in unser Dorf. Tismir. Wurde es geplündert? Nein. Gut. Da ihr nun ein eigenes Land besitzt, könnt ihr einen Kämmerer ernennen. Als euer Gehilfe wird ein Kämmerer an eurem Hof untergebracht und mit 15 Dinar pro Woche entlohnt. Ein Kämmerer wird euer Besitz verwalten und die Steuereinnahmen in die Hand nehmen. Außerdem kann er für euch Gold und anderen Königreich entsenden, was neue Möglichkeiten in den Diplomat bieten würde. Er nennt einen bekannten Edelmann der Gegend zum Kämmerer. Ihr könnt den Kämmerer fortan in euren Gemächen aufsuchen. Sprecht mit ihm, wenn ihr etwas Finanzielles zu regeln habt oder mehr Gold benötigt. Ihr solltet stets sicherstellen, dass eure Schatzkammer gut gefüllt ist, um bei den politischen Angelegenheiten mehr Einfluss nehmen zu können. Okay. Jetzt können wir kurz nochmals speichern. So. Jetzt ist alles wieder gut. Ach komm, nur ein kleines bisschen daneben klicken und schon geht er dorthin oder was? Das nervt. Das Spiel wäre so gut gewesen, wenn es halt einfach ein paar weniger Bugs hätte. Ein Herrenhaus. Eine Schule. 9000. Vorräte, Schweinefleisch. Das ist nichts für uns. Wir müssen uns vom Brot ernähren. So, jetzt gehen wir mal. Schauen wir dieses Dorf an. Jo, nicht schlecht. Bisschen hässlich. Aber, ja. Bitte berichtet mir über unsere Finanzen. Momentan haben wir ein Einkommen von 0 Dinar und Kosten von 0 Dinar aus allen Lehen und Garnisonen. Alles in allem summiert sich das zu 0 Dollar. Dinar. Wie sieht es in der Schatzkammer aus? Ihr habt im Moment 0 Dinar in der Schatzkammer und wir stehen mit keinem Dinar in der Kreide. Bitte berichtet über den Wohlstand eines meiner Lehen. Welches Lehen interessiert euch?
Bevölkerung vernachlässigt aus. Ich wünsche, die Steuern in meiner Lehre zu verändern. Die ist mir niedrig. Gut. Ich wünsche, dass meine Besitztümer neue Verbesserungen erhalten. Natürlich, gegenwärtig besitzt ihr null Verbesserungen in 0 von 9 Einlehen. Ist noch nicht viel. Ich wünsche, die Vorräte zu inspizieren. Natürlich, was genau ist euer Begehr? Ich wünsche, die Vorratskammer zu inspizieren. Ja, toll. Sollten wir denen mal ein bisschen Brot geben? Ja, aber viel brauchen sie ja nicht. So. Nein, danke, ich wollte nur einen Blick auf die Unterlagen werfen. So. Die kann man also auch nicht ausbilden. Okay. Schade. Jetzt gehen wir mal nach Kudan. Hoffentlich haben die genug Brot und so. Die Schenke. Immer noch keinen. Wann kommen denn sich diese Lösegeld-Ding? Die für die Gefangenen. Noch kurz in die Burg. Das ist doch die Frankreich-Flagge. Harisch. Nein, Pech, selber Schuld. Banditen. Gut. Gut, ich mache es. Super, jetzt haben wir Banditenquests. So, und hier kommt auf die Schnauze über. Irgendwie macht das Spiel Riesenspaß, aber trotzdem, es kommen immer wieder so kleine Rückschläge, wie zum Beispiel eben die KI oder eben solche maßlos schwere Quests und so. Schade, das Game hätte 10 Jahre Entwicklungszeit gebraucht, um gut zu werden, weil es ist einfach gigantisch. Die Entwickler haben sich total übernommen und so. Und Stufe 12, wow. Zauen sie ab, die elenden Banditen. So, und jetzt da drüben. Ja, der Ritter voll Bam. Hey, das war das Pferd vom Lanzenreiter.